Hallo und herzlich willkommen hier bei Company of Heroes, ausnahmsweise schon mal direkt im Spiel. Es spielt BK-Mod gegen, oh, wie heißt er, Needy? Needy? Needys heißt er. Needys, ja. Vorher haben die beiden schon gegeneinander gespielt, zweimal beim ersten Mal als Needys rausgehauen wegen einer mangelhaften Internetverbindung. Aber er hätte BK-Mod locker platt gemacht. Im Spiel danach hat er BK-Mod auch besiegt, allerdings nach einem kräfteraubenden Kampf. Was denkst du, wäre es hier in diesem Fall jetzt der Favorit auf dieser Karte mit dieser Konstellation? Also ja, um dich erstmal vorzustellen, das ist McDoogie. Hallo zusammen, ich bin der McDoogie auch. Ja, ich denke, dass diesmal der Martin die Nase vorn hat, da er, nachdem er ein Spiel schon verloren hat gegen den gleichen Gegner, wird er sich im nächsten Spiel auch mehr Mühe geben. Ja. Hoffen wir das. Oder er wird auch wieder hier gnadenlos platt gemacht. Also irgendwie landen in letzter Zeit nur noch Niederlagen von BK-Mod auf unserem Kanal. Das ist schwer zu sagen. Die meisten trainieren ja auch drauf, ihn fertig zu machen. Der Arme. Ja, also er ist so arm dran. Hallo, Hoster Tauge. Da. Hallo. Wieso gehst denn du in Skype nicht ran? Ja, weswegen wohl? Ich bin im Aufnahmebereich, Junge. Ja, wie gesagt, die ersten Feindkontakte machen schon eine ganz guten. Und was spielt er da gerade? Na, Lances, BK-Mod gegen Needys. Und wer gewinnt? Bestimmt Needys, ne? Aber wir wollen es ja nicht schon vorher entscheiden. Ja, nee, es ist alles offen. Bleiben wir mal die Schweiz. Die Schweiz. Ich weiß gar nicht, Needys. Ne, der kommt nicht aus der Schweiz, der kommt aus Österreich. Aus Österreich, genau. Ja, das hört man ihm auch an. Ja, okay. Die Österreicher haben ja aber auch schon immer so einen negativen Einfluss auf die Deutschen. Ja. Ich sag mal so. Kennen wir ja nicht anders. Ich will jetzt da auch nicht weiter drauf eingehen, weil da fühlen sich manche Österreicher dran angegriffen. Nein. Natürlich bleiben wir hier auch passiv gegenüber allen. Und ich meine, das, die Österreicher gibt es ja bei COH nun nicht als Fraktion. Deswegen geht das ganze Gefleme im Berlin-Chat ja auch an die Deutschen. Ne? Richtig. Also kannst du aber in Vienna gehen. Ja, stimmt, ich könnte in Wien-Chat gehen. Da reden sie dann bestimmt, wie hieß denn eigentlich. Ach, keine Ahnung. Bevor ich mich hier irgendwie vor Historikern blamiere. Das ist jetzt nicht die Epoche, wo ich sagen kann, da habe ich ein bisschen Ahnung. Ja, an sich die Kampfhandlung bekam uns schon recht doll zurückgedrängt, hä? Als der erste Angriff ging in die Hose, jetzt hat er aber hier das Haus. Warum, wer geht denn hier mal rein und raus? Wer ist denn das? Das ist wirklich komisch. Ich hoffe mal, dass der erste Angriff so schnell schon zurückgeschlagen wurde von bekam. Ja, nicht alle Tage. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt kann eine gute Flanke erfolgen, das MG steht recht ungesichert, es sei denn, Needys spielt ja eine ungewöhnliche Doppel-MG-Taktik. Da steht auch schon der linke Volk, wollte ich schon sagen. Der Volks an der linken Flanke. Ja, der plänkelt da natürlich von links richtig gut an und das schafft er, wenn der Schütze jetzt überhaupt noch überlebt. Ich hoffe es mal für BK-Mod. Ja, der kommt gerade so davon. Das MG hat er auch zurückziehen können und kann jetzt hier die Kontrolle über die Mitte wieder an sich ringen. Also, ja. Von Territorien her nicht ganz so überzeugend momentan, aber die Kampfhandlung jetzt an der Stelle doch für sich entschieden, würde ich sagen. Hat hier BK-Mod. Also man muss sagen, der Wehrmacht hat gerade ja den Vorteil in der Hand, sagen wir es mal so. Inwiefern? Insofern, dass normalerweise ist es eigentlich schon so, dass man den Wehrmachtler schon von Anfang an richtig halt unter Druck setzt, was hier gerade der Fall ist. So kenne ich das natürlich nur. Ja. Wenn man da ist, der sich besser aus, dann ergänzt sich. Also siehst du jetzt gerade einen klaren Vorteil für Needys. Ui, der dreifache Volksgrenadier und dann ist noch ein MG im in der Basis wahrscheinlich, oder? Im hinteren Bereich. Ja, also das ist schon ziemlich hart. Ich weiß nicht, was haben wir hier bei unserem Kollegen BK-Mod? Da haben wir 2, 3, 4 Schützen und halt 2 Pioniere.
Damit sind beide Armeen ebenbürtig. Ich würde fast sagen, der Wehrmacht-Armee mit dem 1 MG überlegen. Besonders aus der schönen Stellung heraus. Also es ist eine enge Sache gerade. Ich weiß noch, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt anstelle von BK-Mod noch lösen soll. Eventuell schon auf dem Fast M8. Ja, das kann sein, ja. Wer weiß. M8. Oder alle solche Geschichten. Auf jeden Fall muss er alle Truppen wirklich zusammennehmen, sonst ist das verloren, sonst kriegt er das nicht gewonnen. Das heißt, da sehen wir gerade den Schützen am Siegpunkt, der muss auch mit dazu bei so einem Angriff. Das hat gefehlt. Oder der einen, der an der Basis steht. Also man sieht hier immer eine richtig schöne Konzentration, die Nidis bringt. Der blutet relativ stark, der BK-Mod gerade. Ein P-Einkommen her. Ja. Daher andauernd immer Refreshes und seine Einheiten auch wieder angeschlagen an die Front kommen. Genau. Ich denke auch, bevor da überhaupt Nachschublager steht, wird's, also ich sag mal, das Nachschublager könnte da jetzt schon mal ein bisschen helfen, was das angeht, dass er wenigstens die Manpower hat. Aber das dauert ja alles noch eine Weile, also das sind schon zu viele Verluste für einen frühen Spielverlauf. Ja. Damit hast du recht. Habe ich da gerade einen Sniper gesehen? In dem Busch. Ich weiß gar nicht, oder habe ich mich... Hat der jetzt nicht hingeschaut? Da habe ich mich gerade verguckt. Ja doch, da ist tatsächlich ein Sniper in der Mitte. Aber das ist eine schöne Flanke, die gefällt mir direkt auf die Mitte. Das MG kriegt er, den Sniper. Ah, schön. Den Sniper vielleicht auch, also da hat er gepennt. Das MG kriegt er. Das MG... Hat er, wird auch an Level 1. Gute Sache, gefällt mir. Und rechts auch. Ui, wenn er da jetzt noch nachsetzt, vielleicht kriegt er noch den Volks. Nee, leider. Wobei man natürlich sagen muss, dann wäre es vielleicht schon einen Tick zu eindeutig. Auch jetzt der erste Feger. Meine ich. Ja. Von BK-Mod. Von BK-Mod? Ja, ja, der hat den Wehrmachtler, also den Nidis, einmal vom Feld. Ach so, ich hab. Nee, ich hab dich gerade falsch verstanden. Ich hab gerade verstanden, der erste Fehler von BK-Mod. Nein. Auf jeden Fall kann jetzt hier unser Kollege Nidis ganz gut von dort aus operieren, wo er gut ist, nämlich aus der Basis heraus. Das ist auch der Vorteil, den die Wehrmacht im Norden hat. Oder insgesamt der Spieler im Norden. Man kann halt recht leicht von der Basis aus die Kontrolle wieder an sich reißen, weil die halt schon einen gewissen Radius kontrolliert. Ja, stimmt. Oh, da flog eine Mine. Ja, ich habe irgendwo die Mine gehört, ich weiß noch nicht direkt wo. Ja, links auf dem plus 16 Mundpunkt. Ach, dort, Tatsache. Ja, der Rückzug an der Stelle glaube ich auch recht sinnvoll. Also, wenn da noch ein Volksgrenadier hingegangen wäre, wäre es das gewesen. Von daher, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, was war da jetzt. Aber was soll's. Ja, also der Sniper kann wüten, ist auf jeden Fall so zeitig als. Also direkt nach dem MG, sag ich mal. Also okay, was heißt zu zeitig? Er hat schon ordentlich Truppen gebaut, aber es ist recht ungewöhnlich, was er spielt. Na, hat halt den ersten Sniper draußen. Sind viele, ich meine, das sind T1-Einheiten. Ich kenne mich bei der Wehrmacht eh nicht so gut aus. Du weißt wohl noch nicht, was man im ersten Gebäude bauen kann. Nee, nicht wirklich. Nein. Was jetzt ohne Quatsch? Nee, ich kenne mich wirklich nicht so aus mit der Wehrmacht. Ich spiele sie auch so gut wie nie. Hab sie auch noch nie angespielt. Aber sonst eigentlich nie. Müsste ich aber eigentlich wissen. Das heißt, du bist Level 14, glaube ich, und weißt nicht, was die Wehrmacht in welchem Gebäude bauen kann. Genau. So ist das. Das war jetzt aber keine Ironie, oder? Das war keine Ironie, das meine ich todernst. Oh je, oh je, oh je. Ich würde dich auch nie anlügen. Ja, na, du lügst ja nicht nur und würdest dann nicht nur mich, sondern hier ganz YouTube anlügen. Jedenfalls in diesem Cast würde ich dich nicht anlügen. Oh, jetzt finde ich den Angriff gerade wagemutig von BK-Mod, aber schön. Gefällt mir unten Volks MPU auseinander. Der hatte sogar einen Sunny-Bunker. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist auch immer ganz beliebt, sag ich mal. Wenn man im Norden startet. Ist auch recht stark. Und jetzt die Volksgrenadiere, also den Eindruck, den könnt ihr komplett auseinandernehmen. Achtung, ja. Also ich, ja, und da ist die Mine hochgegangen. Da sollte er auch sich lieber mal schnell. Ja, ich würde noch schnell den Volks besiegen, geht das? Der Sniper stoppt da schon wieder.
Nee, das geht nicht. Jetzt noch auf den Matic und danach so schnell wie möglich zurück. Ah, jetzt kommt Artillerie. Ah, da kommt die Off-Map. Sieht er aber schnell genug. Wobei die natürlich gegen die Kriegsbaracke, wir sehen es gleich, auch richtig tödlich sein kann. Also sag mal so, wären zwei von den Schüssen, wären die beiden... Ja, siehst du? Schön. Also das glaubt man gar nicht, was so eine Artillerie auswirken kann. Gerade jetzt im frühen Spielverlauf, das war ein richtig toller Zug von Picard. Gemein, richtig fies, aber unerwartet. Dafür ist die Off-Map da. Ja, für sowas, genau. So kennt man halt. So, wie hat, wer war das, wer hat das so schön gesagt? Ich überlege gerade, er kommt von hinten herum. Mit wem habe ich denn da gecastet? War das Panzerelite? Ich weiß gar nicht mehr. Nicht, das habe ich leider nicht gesehen. Ja, ich sag mal so, dass du unsere Videos gucken würdest, du bestimmt auch wissen, was man bei Wehrmacht im ersten Gebäude baut. Ist das hier Vorurteil oder was? Dass ich keine Videos schaue? Ich schaue mir deine Videos so gut wie jeden Tag an. Sogar deine Total War-Reihen schaue ich mir an. Ja, die keiner leiden kann. Aber dann müsstest du rein theoretisch wissen, was es im ersten Gebäude bei der Wehrmacht gibt, also. Ja, da achte ich eigentlich so gut wie nie. Man mag sagen, wie man will, aber mit der Wehrmacht bin ich ein totaler Noob. Ja, pass mal auf, dass BK-Mod nicht auch so noobische Züge zeigt und gleich sein Schützen verliert. Das wäre nämlich überflüssig gewesen. Ne, der schafft's, glaube ich, nochmal raus. Der schafft sogar noch, der Usain Bolt. Also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Die packt da hinten wieder sehr gefährlich. Und das nächste, die nächste Kriegsbaracke, wenn er jetzt richtig fies ist, hat er die Munition schon zusammen, stürmt da nochmal hin und. Ja, das wäre aber dann ja richtig fies. Also das wäre dann so eine Sache, wo ich mich dann eigentlich sehr aufregen würde. Schon das zweite Mal wird mir da meine Kriegsbaracke abgerissen. Jetzt könnte gleich der Countersniper kommen, wenn er sich da nicht blöd anstellt. Ist das eigentlich alles drin? Das wäre machbar. Und? Ja, da ist er auch. Okay, damit alle Gefahren beseitigt. Ein recht schnelles Spiel. Ich glaube, das könnte fast schon gewonnen sein. Wenn wir uns jetzt die Gebiete hier anschauen. Also das macht BK-Mod richtig souverän nach den ersten Schwächen. Mit der Zerstörung der Kriegsbaracke auf jeden Fall richtig cool. Und wenn wir uns anschauen, was hat er denn überhaupt? Der hat... Hat er schon Granaten ausgebildet? Nee, oder? Und schon wie, Alter? Aber das... Das mit der ersten Aufmerksamkeit, das war jetzt auch wieder so ein Punkt, so ein spielentscheidender Punkt, wo BK-Mod sich auch die Nase nach vorne geholt hat. Ja, das sind so Züge, die sieht man auch bei den richtigen Pro-Gamern ganz selten bloß. Ja. Das machen auch die nicht, einfach weil sie nicht damit rechnen, dass man das überhaupt mal durchbringt, so eine Aktion. Aber sowas macht halt BK-Mod, sowas total Unerwartetes. Genau. Und das macht anders halt... Anders kennen wir ihn nicht. Ja, das macht halt auch einen guten Spieler aus. Also, man kann... Er ist jetzt nicht der König in der Abwehr hier oder im Flanken oder in irgendwas. Er spielt halt einfach hinterhältig. Er kommt halt hinten herum, wie jemand sagte, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich weiß nicht, wer das war, mit dem ich da gecastet hatte. Gecastet. Hast du dir auch damals das schon geguckt? Oh... BK-Mod mit seinen Goliaths auf Sherman-Jagd ging. Ach so, hat er das wirklich gemacht? Ja, als er gespielt hat und gegen Captain Future gespielt hat. Der Captain Future war auch wie jetzt vollkommen in der Übrigkeit, aber dann hat Martin es noch umgewendet mit seinen Goliaths. Aha. Hat er ihm alles weggenommen. Ach warte, pass auf, war das Spiel auf Ruinen von Rouen? Nein, das war auf Flankery. Ach so, da habe ich es nicht gesehen. Das ist aber dann schade. Sowas ist bestimmt cool. Das, ja, stimmt. Das war echt ein Spiel. Das war echt so ein Highlight des Jahres 2012, wenn es sowas gibt. Nee, das gibt's noch nicht. Das können wir aber einführen. Ist noch, glaube ich, ein bisschen zu spät dafür. Also, muss man sich vorher was überlegen. So, also auf jeden Fall. Ja. Also, Nidhi ist. Mal schauen, wie er jetzt auf den nächsten Angriff von BK-Mod reagiert mit dem Doppelsniper. Natürlich eine gefährliche Sache.
Oh, der erste Counter-Sniper kam, also Nidis hat einen Sniper nachgezogen. Wäre auch. Das einzig Sinnvolle. Ja, das stimmt. Da schmeißt er die Granate unten, mal sehen, was passiert. Die könnten richtig viel Schaden anrichten, machen nix und dafür rennen die eigenen Truppen noch in eine Mine rein. Schade. Ja, und jetzt ja. Und da kommt noch eine Map. Schön. Also das ist heute mal geradlinig und konsequent, aber es funktioniert witzigerweise. Ja, stimmt. Also ich find's gut. Ja, ich natürlich auch. Jetzt 450 Munition, die er schon dafür verwendet hat, gegnerische Base zu eliminieren. Und es hat geklappt, bis auf das Gebäude jetzt. Es wird auch gerade wieder repariert, muss noch sehen. Und es kommt von unten noch die Haubitze nach und die schießt bestimmt nochmal eine Salve rein. Oh, da kommt sogar noch Haubitze. Ja, die richtet sich direkt dahin. Darauf, aus und... Schön. Also das ist wirklich, das ist so hinterhältig. Und da hat er die Pios umgebracht. Und jetzt wahrscheinlich schon das Gebäude mit dem Schuss oder mit dem nächsten. Man sieht das halt durch den Nebel des Krieges immer nicht ganz so gut, ne? Na, wenn jetzt der... Also ich sehe AT beim Martin, beim BK-Mod. Ja genau, aber ich sehe halt, man sieht halt nicht, ob er das Gebäude... Ne, jetzt hat er's, jetzt repariert er weiter, also das steht noch gerade so. Da entwickelt er auch etwas in den Baracken. Ich weiß es nicht, ob es jetzt die Stickies oder die Bars sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bars kommen. Stickies wären Quatsch, weil... Oder wären Quatsch, ich weiß nicht. Nidis hat, glaube ich, nicht genug Treibstoff, um jetzt da drauf zu gehen. Hatten wir gesehen, welche Doktrin er hatte? Wer? Nidis? Genau. Gute Frage. Dass da gleich eine Stuke kommt. Ich weiß nicht, welcher gewählt hat. Also es könnte alles Mögliche gewesen sein. Jetzt rennt er wieder ran, der nächste Angriff mehr oder weniger erfolgt. Also das ist ja eher so Hit and Run oder wie man das nennt. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Off-Map. Oh. Zwei Sniper. Oh, dummerweise ins MG gelatscht. In den Bunker. Aber sag mal so, wenn er jetzt noch genug Truppen da rumzieht, jetzt kommt die Artillerie da drauf. Da kommt noch eine Off-Map. Hör mal, das waren schon 100 Munition, die er. Aber die Sniper fast alle eliminiert. Jetzt muss er noch irgendwas hinterher setzen. Jetzt rennt er ins MG ungünstig an der Stelle. Der wird doch. Ein Trupp kriegt er durch. Erwischt damit wahrscheinlich gleich auch beide Sniper. Der erste ist tot. Ja, der erwischt er beide Sniper. Ja. Definitiv erwischt er beide Sniper, wenn er sich jetzt nicht doof anstellt. Also, das ist hier. Also ich sag mal, gemeiner kann man kaum noch spielen. Also da läuft er durch die Basis mit zwei Bartrupps, räumt da alles ab, was es zu holen gibt. Ja, nee, aber so spielt man halt COH, ne? Na, so spielt keiner COH außer WK-Mod, würde ich eher sagen. Na gut. Aber das gefällt mir auf jeden Fall mal gut. Nicht so eine typische Medic-Bunker-Strategie wie zuvor, sondern, okay, geht sowieso ein bisschen schlecht mit Amis. Trotzdem, du weißt schon, was ich meine. Und gleich sollte wieder die nächste Artillerie-Salve durch die Haubitze gefeuert werden. Jetzt wirft er aus Verzweiflung eine Granate gegen den MG-Bunker. Also das sehe ich auch sehr selten, dass BK-Mod hier nur mit einem T1 und einem T2 spielt. So gut wie keine Pack, keine AT, keine Stickies hat. Aber es klappt witzigerweise. Ja! Also es klappt nicht, weil das eine Top-Strategie ist, es klappt einfach den Umständen entsprechend. Weil einfach unser Kollege Nedis gerade kaum Ressourcen kriegt und so dann an der Basis festgenagelt ist. Und jetzt ist definitiv auch das Wehrmachtsquartier zerstört worden. GG von Nedis. Und da ist auch das AG. Also richtig spektakuläre Runde, hat mir gefallen. Gehen wir auch raus, schauen uns die Statistik an. Grandioses Spiel, sag ich dazu. Na, punktemäßig geht's eigentlich noch.
da sieht man den entscheidenden Sieg noch nicht so drin, ne? Aber, also, die hinterhält ich auf jeden Fall. Wer rechnet mit sowas? Es ist klasse. Das ist BK-Mod, wie er leibt und lebt. BK-Mod feinsten natürlich. 4 Off-Maps. Ja, und alle haben wirklich ordentlich reingehauen. Ne, glaube ich sogar noch mehr. 5 Stück oder so. Aha. Was hat er jetzt alles genau zerstört mit den Off-Maps? Na, als erstes direkt die Kriegsbaracke. Als zweites noch eine Kriegsbaracke. Die dritte ging dann auf das erste Gebäude, aufs Wehrmachtsquartier. Hat das allerdings nur angeschlagen. Und dann die nächste kam noch auf den Bunker hinten, auf den MG-Bunker. Und hat dann noch ordentlich gewütet. Zusammen. Unfassbar. Einfach unfassbar. In dem Spiel davor hat Nidis sich extra die Off-Maps gespart. Also die Artillerie gespart, selbst welche gebaut. Und das in Granaten investiert. BK-Mod hat es genau andersrum gemacht und alles an Munition in diese Artillerie investiert. Aber es lief und das war auf jeden Fall mal ein Spiel. Das hat mich nur zum Schmunzeln gebracht und mir den Abend gerettet, ne? Nee, das ist eine feine Sache. Also es ist einfach unglaublich. Freut uns natürlich, wenn du glücklich bist. Ja, also, das macht uns auch wiederum glücklicher. Ich habe ja gerade so ein Grinsen. Das ist einfach, einfach wunderbar. Und damit will ich mich auch schon verabschieden, Freunde des Spiels. Macht's gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, klar, auf jeden Fall. Oder willst du noch irgendwas sagen? Deine Familie grüßen? Ich grüße ganz Köln. Ja, okay. Ich grüße Leipzig. Ja, damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.